Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass ein anderer Mensch dich enorm unter Druck setzt und du bei einer Entscheidung gar nicht mehr die freie Wahl für das eine oder das andere hast, sondern nur in so einer komischen Dynamik gewesen bist und dich quasi fast gezwungen gefühlt hast, eine Entscheidung in die Richtung des Gegenübers zu treffen? Und auch wenn du eine Entscheidung getroffen hast, die eventuell nicht genauso gewesen ist, wie das Gegenüber es wollte, du ein unglaublich schlechtes Gewissen bekommen hast. Was hat das vielleicht mit dem Thema Narzissmus zu tun? Darum geht es in meinem heutigen Video. Hi, mein Name ist Marie. Schön, dass du auf meinem Kanal Narzissmus verstehen bist. Hast du den Kanal noch nicht abonniert? Abonnieren sehr gerne. Einmal wöchentlich bekommst du hier ein Video zum Thema Narzissmus in seinen ganz breiten Facetten. Denn Narzissmus ist bei mir nicht schwarz und weiß. Und um das Bashing von Narzissten geht es auf meinem Kanal hier auch nicht. Wenn du Ideen hast zu diesem Thema, zum Thema Narzissmus, wie auch immer, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich darüber. Aber erstmal ganz viel Spaß mit meinem heutigen Video. Ihr wisst ja, es gibt ja die aktive und es gibt die passive Aggression. Und emotionale Erpressung zählt eben zu dieser passiven Aggression. Narzissten nutzen sehr oft diese passive Aggression. Ja, warum eigentlich? Wie verhalten sie sich vielleicht dabei, wenn sie so etwas machen? Warum machen sie das? Warum springt man vielleicht auch selber so unglaublich leicht vielleicht auf Sachen an und lässt sich da irgendwie auch erpressen? Und ja, was kann man tun, damit man dieser Sache eben nicht so auf den Leim geht? Am Ende, wie immer, drei Fragen für euch. Ihr wisst auch, nicht jeder, der andere emotional erpresst, muss auch gleich ein bösartiger Narzisst sein. Es kann allerdings trotz allem ein Indiz dafür sein. Das heißt, wenn ihr jetzt gewisse Punkte irgendwie findet oder sagt, wow, Marie, das stimmt, das habe ich auch schon erlebt, guckt euch doch einfach diese Person, die Situation einfach etwas genauer an und dann könnt ihr sie für euch ganz gut bewerten. Ja, emotionale Erpressung kann eigentlich in wirklich jeder Art von Beziehung stattfinden. Und ich finde, es gibt auch von der Schwere sozusagen der emotionalen Erpressung auch Abstufungen. Ja? Es kann also vorkommen, eine emotionale Erpressung in der Liebesbeziehung, natürlich, fällt einem wahrscheinlich auch als erstes ein, dann aber auch in der Familie irgendwie, die Mutter, der Vater, auch im Freundeskreis, aber selbst im Alltag, finde ich, versuchen Menschen manchmal an ihr Ziel zu kommen, indem sie andere emotional erpressen. Ja, wie sieht emotionale Erpressung eigentlich aus? Das ist eine gute Frage, oder? Ich habe in der Richtung auch schon einiges erlebt und habe mir Gedanken gemacht zu diesem Thema eben auch und habe für euch 8 Punkte zusammengestellt, wie ich finde, wie emotionale Erpressung oftmals aussieht bei Narzissten, ja, auf den ganz verschiedenen Ebenen. Ich habe euch auch einige Beispiele einfach dazu zusammengestellt, dass ihr euch vielleicht auch mal ein paar Gedanken machen könnt und da einfach auch vielleicht sehen könnt, ist es vielleicht in meinem Umfeld so, gibt es Personen, die vielleicht manchmal so handeln. Das erste ist offensiv, Entwertung und Spitzen, manchmal auch getarnt mit Humor. Stellt euch folgende Situation vor, ihr sitzt mit einer guten Freundin zusammen. Diese Freundin kennt ihr schon aus Kindertagen. In ihrer Ehe läuft es absolut schlecht und das auch schon nach langer Zeit. Und sie hat am Abend zuvor wirklich massiv euren Freund angegraben. Und es ist so krass gewesen und so offensichtlich, dass ihr jetzt das Gespräch mit ihr sucht. Ihr sagt zu ihr, pass mal auf, ich habe schon länger das Gefühl, dass du hier irgendwie meinen Partner irgendwie anmachst. Ich finde das nicht in Ordnung und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich möchte vielleicht auch nicht länger so diesen engen Kontakt mit dir haben und mit dir befreundet sein. Und was sagt diese narzisstische Freundin zu euch? Ganz ehrlich, ich glaube, das siehst du absolut auch falsch. Also ich meine, dein Freund guckt mich vielleicht manchmal an. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, willst du eine Freundschaft aus Kindertagen, ja, willst du die einfach so wegwerfen? Ich kann dich gerne daran erinnern, wie ich dir vor 8 Jahren mal aus der Patsche geholfen habe. Ne? Da habe ich dir den Job besorgt, weißt du das nicht mehr? Oder auch als du Stress mit deiner Mutter hattest, da bin ich immer für dich da gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, so eine Freundschaft, die es so lange gibt, so aufs Spiel zu setzen. Das zweite ist, nur du kannst mich retten, habe ich es genannt. Ja? Also zum Beispiel so Aussagen wie, ohne dich gehe ich vor die Hunde. Du bist doch mein Engel, du bist doch meine gute Seele. Ohne dich werde ich es nicht schaffen, von den Drogen wegzukommen, vom Alkohol wegzukommen. Also im Endeffekt von jeglich selbstschädigendem Verhalten, die Narzissten natürlich auch oft an den Tag legen. Das dritte ist, es werden absolute Horrorszenarien als Konsequenz bei einer, ich sag mal, Fehlentscheidung aufgezählt. Nach dem Motto, keiner wird dich verstehen.
Du glaubst doch gar nicht, wenn du anderen Leuten davon erzählst, wie das jetzt gelaufen ist, dass dir da irgendjemand glaubt. Oder auch, ihr habt irgendwie einen Partner und ihr habt ihm erzählt, dass ihr vielleicht auch keinen Kontakt mehr zu euren Eltern habt und er wird dann sagen, ja, also ich bin mir da nicht sicher, ob du da auch das Richtige machst. Ja? Also ich würde darüber nachdenken, denn stell dir mal vor, deine Eltern sterben irgendwann. Dann bleibst du mit dem Ganzen alleine. Ich kenne Leute, die danach, als ihre Eltern gestorben sind, schwere psychische Probleme bekommen haben. Die waren also in der Psychiatrie sogar deswegen. Und die kamen damit überhaupt gar nicht klar. Natürlich ist diese Geschichte frei erfunden gewesen, aber ein extremes Horrorszenario für das Gegenüber, das einfach eine für sich vielleicht gute Grenze nicht gesunden Menschen gegenüber ziehen wollte. Das vierte ist Erpressung über das schlechte Gewissen des anderen und das scheinbar so egoistische Verhalten des Partners. Auch da, finde ich, finden echt oft emotionale Erpressungen statt. Habe ich auch ein Beispiel für euch. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr habt eine Fernbeziehung, seht euch so gut wie es geht und euer Partner war mit euch zum Skypen verabredet. Aber er meldet sich nicht. Er meldet sich die ganze Nacht nicht. Erst am nächsten Tag, gegen Nachmittag, plötzlich seht ihr es online. Ihr fragt ihn, was ist denn los? Wir wollten doch skypen. Ja, ach, Drucks herum, ich bin eingeschlafen und keine Ahnung. Ich war so kaputt, weißt du doch, von der Arbeit. Und dann seid ihr wieder in der Stadt bei ihm, irgendwie 2 Wochen später. Ihr seid mit ihm im Surfclub irgendwie, hängt da abends zusammen mit der ganzen Gruppe und da ist auch immer ein Mädel, mit der auch immer so ein bisschen flirtet, fühlt euch sowieso schon immer komisch, fühlt sich immer irgendwie komisch an, wenn ihr da zusammen seid. Und plötzlich sagt dieses Mädel, boah, weißt du noch, vor 14 Tagen, was für eine krasse Nacht. Boah, wie wir da irgendwie morgens nach Frühstücken gegangen sind zusammen, die ganze Nacht zusammen gefeiert, es war ja so lustig. Und euch bleibt wirklich der Atem stocken, weil ihr denkt, das war doch da, wo er zu euch gesagt hat, ihr fragt auch nochmal nach, als er gesagt hat, er ist irgendwie eingeschlafen. Ihr sagt in dem Moment nichts und später stellt ihr ihn zur Rede und sagt, hey, genau an dem Wochenende hast du mir doch gesagt, du bist so kaputt gewesen wegen der Arbeit. Und dann sagt er, sag mal, geht's noch? Du gehst mit deinem Kumpel abends mal was trinken irgendwie oder was essen. Und was willst du denn? Willst du etwa, dass ich hier die ganze Zeit zu Hause sitze? Zu Hause sitze nach so einer stressigen Woche? Ich muss mich doch auch mal ablenken. Ich muss doch auch mal was machen. Und sagt, ja, aber du hast mir doch was ganz anderes erzählt. Also ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Wo ist denn deine Toleranz in dem Bereich eigentlich auch? Ja? Möchtest du, dass ich hier vereinsame? Möchtest du, dass ich keine sozialen Kontakte habe, während du da in der anderen Stadt bist und auch dein Leben lebst und nicht mit mir hier zusammen bist? Ja, die nächsten Punkte, 5 bis 8, das sind eben so Punkte, wie ich finde, da geht es so um das Thema so Stimmungen, Manipulation. Ich erkläre euch das kurz. Punkt 5 ist halt die Erpressung über Stimmung. Man soll erahnen und erfühlen, sich richtig zu verhalten. In Klammern, man kann es sowieso gar nicht richtig machen. Das komme ich aber später noch zu. Stellt euch mal vor, ihr lebt mit eurem Partner zusammen und ihr habt über Airbnb einen total coolen Kumpel kennengelernt aus den USA. Ihr habt euch schon 1-2 Mal getroffen. Der ist total witzig irgendwie drauf und es macht tierisch Spaß. Und euer Partner findet aber diese Person überhaupt nicht gut. Irgendwie, irgendwas hat er immer zu meckern. Irgendwie findet diese Person irgendwie nicht nett. Aber ihr sagt, hey, es ist mir wichtig. Ich würde diesen Menschen gerne treffen. Er ist in der Stadt, er ist so selten in der Stadt und wir wollen einen schönen Abend gemeinsam haben. Und je näher dieser Termin rückt, umso schweigsamer wird euer Freund. Und darauf angesprochen, ihr versucht das Gespräch zu führen, kommt immer nur, nein, ich bin ja total tolerant und wenn du das machen möchtest, dann mach es ruhig. Ist ja in Ordnung für mich. Aber die Stimmung sagt genau das Gegenteil und diese wird zum Termin immer schlechter und schlechter und der Druck bei euch, sich gegen dieses Treffen zu entscheiden, der steigt. Ja, das sechste ist, passt auch zu dem Punkt eben, zu dem Beispiel, dieses Schweigen als Waffe. Ne? Ich habe euch eben gesagt,
Narzisst in dem Beispiel eben wurde immer schweigsamer, ja, er versucht so natürlich Druck aufzubauen und den anderen ja in eine ganz andere Richtung zu lenken, durch eben auch so emotionalen Druck und emotionale Erpressung einfach auch. Vielleicht auch, komme ich aber auch gleich noch drauf, weil das Gegenüber vielleicht auch ganz schlechte Erfahrungen mit dem Thema Schweigen gemacht hat und er das mitunter einfach auch weiß. Nicht immer, will ich euch auch sagen, muss das Narzissmus sein. Das kann auch alles mögliche andere sein. Aber es kann durchaus ein Indiz sein, dass man da einfach vielleicht mal genauer hinschaut. Der siebte Punkt sind Gesichtsausdrücke. So Sachen wie, ja, du kannst schon gerne allein zu deinen Eltern fahren übers Wochenende. Ich komme hier schon klar. Wisst ihr, da passt ja alles nicht zusammen. Wenn jemand sagt, hey, du kannst es gerne machen, du kannst gerne zu den Eltern fahren, freut er sich für denjenigen. Aber da ist der Gesichtsausdruck mit dem Gesagten absolut nicht stimmig und das Gegenüber, vielleicht extrem sensibel einfach auch für diese Punkte, weiß schon quasi genau, was das Gegenüber mit dieser Aussage, mit diesem Gesichtsausdruck einfach auch erreichen möchte. Und das achte ist diese heulige Stimme. Verdeckte Narzissten, wie ich finde, und das könnt ihr, seht ihr bei verdeckten Narzissten bei Frauen, aber auch bei Männern, ist diese heulige Stimme manchmal, auch die übt, wie ich finde, einen wirklich enormen Druck beim Gegenüber aus. Also finde es auch eine emotionale Erpressung, wenn ihr zum Beispiel mit einer narzisstischen Mutter telefoniert irgendwie, ruft er an und sagt sie, ja, wie geht's dir denn? Ja, es geht mir ganz gut. Und dann sagt ihr, ja, was hast du denn gemacht in letzter Zeit? Ach, gar nicht so viel. Und sagt er, ja, ich war jetzt ja auch längere Zeit nicht da, weil ich ja im Urlaub gewesen bin. Ja, ich weiß. Wie war denn der Urlaub? Und merkt ihr, es sind so eine heulige Stimme irgendwie, die natürlich auch beim Gegenüber wieder enormen Druck auslöst. Kann aber auch sein, so als Pendant, dass man natürlich auch über eine aggressive und laute Stimme, so ist das ganz wahnsinnig ja, aggressives irgendwie auch, ja, durch eine durch so körperliches Aufbäumen vielleicht einfach auch und so eine laute Stimme. Auch so kann man natürlich den anderen emotional enorm unter Druck bringen und ja dann auch vielleicht sogar erpressen. Ja, aus all diesen Dingen, die ich euch eben erzählt habe, entstehen, wie ich finde, immer so zwei Sachen. Einmal ein enormer Druck und zum anderen Schuldzuweisung an das Gegenüber. Dazu möchte ich euch auch noch so ein paar Sachen sagen. Der enorme Druck wird oftmals echt mit so Horrorszenarien, wie ich finde, irgendwie aufgebaut. Dabei gibt es eine enorme Bandbreite und da habe ich mal so ein paar Beispiele für euch zusammengestellt. Einmal dieses Beispiel, was ich euch eben gesagt habe mit diesen Eltern. Ja? Wenn du den Kontakt zu deinen Eltern minimierst oder abbrichst, dann wirst du dir das selber nie verzeihen und alle anderen vielleicht auch nicht. Und wer weiß, was das für Konsequenzen vor euch hat. Das ist natürlich ein totales Horrorszenario. Dann kann es auch sein, dass der Druck dadurch entsteht, dass sie dir zum Beispiel Hilfe anbieten, ja, dass sie irgendwelche kostenlosen Leistungen zum Beispiel anbieten und dann aber zu dir sagen, so und jetzt erbitte ich hier aber irgendwie einen freiwilligen Beitrag, ja, oder ich möchte jetzt euch bitten, dass ihr euch da jetzt überlegt, was euch das alles auch wert ist. Das heißt, da wird auch ein enormer Druck aufgebaut und von Freiwilligkeit. So wirklich ist da kaum eine Rede, denn es wird ein unglaublich emotionaler Druck aufgebaut, der bei dem anderen natürlich etwas bewirken soll. Das nächste ist, wenn du was nicht machst, muss ich dich daran erinnern, das sind auch so typische Sätze, wie ich finde, muss ich dich daran erinnern, dass ich bedingungslos für dich da gewesen bin. Das sind so emotionale Erpressungssätze, zum Beispiel einer Mutter, die dann sagt, ich habe die ganze Kindheit über für dich gekocht und für dich Essen auf den Tisch gebracht. Ich meine mal ganz ehrlich, ja, also wenn man sich das realistisch anguckt, ja klar, aber ist ja auch die Aufgabe einer Mutter, also ist jetzt irgendwie kein Grund, da irgendwie ein Leben lang die mega Dankbarkeit zu erbringen. Das ist einfach die Pflicht der Mutter. Dann gibt es, wie ich finde, auch immer noch eine sehr schwere Form. Das heißt, dieses, wenn du jetzt gehst, ich weiß nicht, was ich dann, ob ich dann noch weiter hier überhaupt sein will. Und das kann sogar wirklich
in ganz, ganz krasse Richtungen gehen, dass die Leute irgendwie Horrorszenarien aufbauen, auch an diesem Leben nicht mehr teilnehmen zu wollen. Achtung, das ist ein sehr, sehr, sehr sensibler Bereich. Ich werde jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber auch das kann natürlich, baut einen enormen Druck für den anderen irgendwie auf. Und das ist natürlich ja wahnsinnig schädigend, auch natürlich für denjenigen, ja, der da einfach diesen Druck irgendwie ausgleichen soll und der sich entsprechend verhalten soll, so wie der Narzisst es in dem Fall gerne möchte. Dieser Druck hat natürlich auch eine Auswirkung auf das Gegenüber, wie ich finde. Man bekommt vielleicht Herzprobleme, kommt Herzrasen vielleicht. Vielleicht fällt man öfter mal einfach Kreislaufprobleme, ja. Fällt in Ohnmacht irgendwie. Man bekommt Hautprobleme, Neurodermitis. Ich sage ja immer, die Haut ist der Spiegel der Seele. Und ich finde, das kommt auch gerade bei diesem Thema emotionale Erpressung, emotionaler Druck, ja, zu tragen einfach. Und deswegen ist es so, dass man vielleicht auch sogar dann zu Ärzten rennt und sagt, ja, ich habe hier irgendwas. Und es wird aber keine Ursache festgestellt, sondern es ist einfach, ja, vielleicht dieser Druck, der irgendwie da aufgebaut wurde und ja, der irgendwie vielleicht raus muss und dann vielleicht über solche schlimmen Erkrankungen. Es kann auch sein, dass ihr aufgrund des Drucks einfach auch ausflippt, ja, ausrastet, so emotional mega hochfahrt. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, habe ich euch auch hier oben nochmal verlinkt. Man beugt sich oftmals dann auch dem Druck und dann kommt halt das andere Pendant. Man hat dann das Gefühl, dass man sich dann Selbstvorwürfe macht. Dazu erzähle ich euch später einfach auch noch mehr. Das ist eben auch so ein Bereich. Der zweite Bereich sind eben diese Schuldzuweisungen an das Gegenüber. Gerade bei emotionalen Erpressungen auch ein wichtiger Punkt, wie ich finde. Ich habe euch das bei diesem Thema Lügen, da habe ich ja mal ein Video neulich zu gemacht, habe ich euch oben auch nochmal verlinkt. Da habe ich euch diesen Satz auch schon gesagt. Dieses, hättest du dich nicht so merkwürdig verhalten, dann hätte ich dich auch nicht so behandeln müssen. Das sind oftmals Aussagen, die Narzissten dann eben treffen, um eben ja, die Verantwortung für etwas dem Gegenüber einfach zu geben. Und dann auch so Sachen wie, du bist der Schuldige, ja, und ich bin das Opfer und deshalb geht es mir jetzt mitunter auch so unglaublich schlecht. Auch das sind einfach Sachen, die natürlich Schuld zuweisen und zwar ganz klar dem Gegenüber die Schuld zuweisen. Der Narzisst will natürlich damit erreichen, mit diesen Schuldzuweisungen, verhalte dich wieder angemessen, umsorge mich. Aber ihr wisst ja, wenn jemand auf der Narzissmus-Skala in einem krankhaften Bereich einfach schon ist, dann werdet ihr es ihm oder ihr sowieso niemals recht machen können. Das ist einfach so. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt euch da abarbeiten in jeglicher Hinsicht. Es wird niemals gut sein. Und das ist eben auch das Problem in diesem Bereich, auch zu diesem niemals genug sein, habe ich ein Video gemacht. Entschuldigung, habe ich euch oben auch verlinkt. Ich habe zu diesem Thema auch noch was Spannendes gelesen, mal in einem Psychologie-Magazin habe ich euch unten verlinkt. Und zwar Menschen, die emotionale Erpressung machen, sehr häufig, vielleicht auch krankhaft machen, das sind oftmals eben auch Narzissten. Und die haben da so eine Taktik. Und mit Taktik meine ich nicht, sie stehen jetzt morgens auf, überlegen sich das. Das ist einfach Teil, gerade wenn sie erkrankt sind, ihrer Programmierung sozusagen. Für sie ist das einfach normal. Und die nannten das dort Angst, Gefühl, Schuld. Das heißt, sie beginnen am Anfang, sich total über etwas aufzuregen und zu echauffieren, um das Gegenüber erstmal zu schockieren. Kennt ihr vielleicht. Und um dadurch auch so einen enormen Druck irgendwie aufzubauen. Und das geht natürlich auch, ja, indem man natürlich ein schlechtes Gewissen aufbaut, auch in Form von passiver Aggression. Und das Gegenüber wird natürlich damit total versucht, irgendwie zu verwirren und wird dadurch auch in so einen Zustand der Angst versetzt. Und das Gegenüber fühlt sich dann sehr oft verantwortlich. Dazu komme ich gleich noch, wie man eigentlich ja in so einem Zusammenspiel auch oftmals agiert. Und der Narzisst nutzt die Gefühle und die Gefühle des Gegenübers auf, um sie falsch erscheinen zu lassen. Und sie verwenden diese Gefühle, um ihre Aufmerksamkeit von Fakten einfach abzulenken. Mein Beispiel mit dem Freund, der mit dieser anderen Frau irgendwie
tanzt, flirtet die ganze Nacht, sich nicht meldet. Der hat es ja auch in diesem Beispiel total verdreht. Und dadurch entsteht natürlich ein total großes emotionales Durcheinander und ein riesiges Chaos, was Narzissten unglaublich mögen. Ja, warum machen Narzissten das überhaupt? Da wieder so ein paar kleine Punkte, bevor ich dann für euch auf die Tipps komme. Das erste ist, wie ich glaube, sie wollen einfach ihrem Willen extremen Nachdruck verleihen durch diese emotionale Erpressung, die sie einfach machen. Das Gegenüber soll quasi wieder zurück auf den alten Platz gebracht werden. Zudem glaube ich, ist es einfach auch die große Unsicherheit, die sie manchmal auch haben. Also sie haben Angst, dass der Partner eben nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, also zum Beispiel, dass sich auch einfach amüsiert. Freude, wenn jemand fröhlich ist und Freude hat. So wie mit meinem Beispiel, dass da irgendwie der Airbnb-Kumpel irgendwie kam. Dass da einfach, ja, der Narzisst kann sich in dem Falle einfach nicht den anderen freuen. Denn die Aufmerksamkeit ist dann bei der anderen Person und nicht bei ihm oder bei ihr in dem Falle. Und dann muss natürlich dem Willen, dass es nicht dazu kommt, durch emotionale Erpressung mitunter einfach auch Nachdruck verliehen werden. Dann glaube ich auch Destabilisierung des Gegenübers. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Denn man wird natürlich sehr unsicher durch diese ganzen Aktionen, durch dieses komische Chaos, was natürlich dadurch irgendwie auch ausgelöst wird. Und dadurch wird man natürlich vielleicht auch selber Stück für Stück immer so ein bisschen destabiler im Ganzen. Und die Gefühle Wut, Trauer und Enttäuschung, ja, die sollen eben oftmals ausgelöst werden. Das gibt Narzissten einfach ja ihre Energie, das gibt ihnen für eine gewisse Zeit wahrscheinlich wieder diese innere Stabilität, die sie einfach brauchen. Und das Problem ist, wie ich finde, Narzissten wissen einfach, welche verletzbaren Punkte oftmals beim Gegenüber sind, wo das Gegenüber vielleicht einfach auch eigene Baustellen hat und nutzen diese dann in diesem Bereich emotionale Erpressung zu ihrem Vorteil und eben zum schädigen Nachteil des Gegenübers mitunter. Was meine ich damit? Ich meine damit da die Gewissenhaftigkeit des anderen, ja, dass darauf immer wieder abgezielt wird. Dann das mitunter auch Überfürsorgliche des anderen, ja. Also der andere macht und macht und macht und der Narzisst grätscht genau in diesen Punkt einfach rein. Dann das Verantwortungsgefühl, was einfach bei dem Komplementärnarzissten oftmals oder bei den Menschen, die es einfach sehr lange, sehr intensiv auch mitmachen, solche Sachen, sehr ausgeprägt ist und das natürlich in der Dynamik auch eine große Rolle spielt. Dann oftmals auch die übersensiblen Antennen des Gegenübers. Ich habe euch das gesagt, diese Stimme, diese Gesichtsausdrücke, ja, das sind natürlich Sachen, die beim Gegenüber einfach auch ankommen. Und das ist natürlich genau das, wo eben diese emotionale Erpressung auch stattfinden kann. Ja, und sie arbeiten sozusagen, in Anführungsstrichen, ja, einfach mit dem Gewissen des Gegenübers. Und sie glauben fatalerweise von sich selber besonders sensibel zu sein. Müsst ihr auch mal drauf achten. Narzissten sagen sehr oft, sehr sensibel irgendwie. Aber schaut man sich nicht das Gesagte an, sondern das, wie sie wirklich auch handeln, dann ist meistens genau das Gegenteil der Fall. Ja, und was ist eigentlich so ein bisschen die Problematik des Gegenübers? Ich finde ja immer, muss ich dann auch schon mal so das Gesamte einfach angucken, auch zu gucken, warum mache ich das eigentlich vielleicht so lange auch mit und so intensiv, ziehe nicht früher Grenzen. Ich glaube einfach, das Gegenüber ist vielleicht nicht kritisch genug. Man lässt sich vielleicht dann auch einfach viel zu leicht irgendwie beeindrucken. Dann hat man vielleicht auch eine relativ große Abhängigkeit zu dem anderen und eine hohe, ich habe es jetzt mal für mich, ist kein besseres Wort eingefallen, so eine Volkschaft sozusagen. Ja, man denkt so, ja, wenn der andere das sagt, wird das schon richtig sein und sein Verhalten wird schon richtig sein, richtiger als das, was ich irgendwie mache. Das ist irgendwie vielleicht verschoben. Dann ist das Gegenüber wahrscheinlich, ist man dann nicht kritisch genug. Ne? Dass man einfach auch bei manchen Sachen sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Ich muss ja irgendwie auch, wenn ich den Wunsch habe, irgendwie diesen Freund zu sehen, dann ist es mein Wunsch und mein Partner sollte doch in dem Moment das Ganze nicht bremsen, sondern eher fördern.
Dann ist es, glaube ich, auch oft so, dass man ein Umfeld hat, das dazu passt und eben auch nicht Alarm schlägt. Manchmal sieht man ja Dinge auch nicht und dann ist natürlich gut, wenn man ein Umfeld hat, was einem dann spiegelt, hey, hier ist was absolut nicht in Ordnung. Aber wenn man sich sehr tief in Dynamiken drin befindet, dann ist mitunter das Umfeld, das jetzt die Eltern sind, die Freunde, sogar der Job, ja, so ähnlich irgendwie aufgebaut. Und dann wird natürlich keiner euch da irgendwie auch mal ein kritisches Feedback geben. Im Gegenteil, je mehr sie merken, dass das Ding, vielleicht eine Beziehung euch so runterzieht, umso mehr werden sie manchmal so entwertende Sprüche nochmal machen, das Ganze ins Lächerliche ziehen und euch da eher noch viel tiefer reindrängen. Oder, und das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt, man ist mitunter schon mit emotionalen Erpressungen aufgewachsen und empfindet es einfach als normal. Wenn ihr eine narzisstische Mutter gehabt habt, wenn ihr einen narzisstischen Vater gehabt habt, dann kennt ihr das. Es fühlt sich für euch vielleicht super vertraut an, ja, dass irgendwie eure Mutter damit dauernd mit Stimmungen arbeitet, heulerig ist, ihr erspüren und erahnen müsst, ja, darf ich das jetzt vielleicht nicht? Solche Sachen. Und natürlich ist das Problem dann, dass ihr das wahrscheinlich dann, wenn es extrem war, auf andere Beziehungen übertragt. Das heißt, wenn euer Partner sich so merkwürdig verhält, wenn man von außen sagen würde, so stark narzisstisch vielleicht auch, sehr ausgeprägter Narzisst ist, dann schlagen bei euch da keine Alarmsignale, sondern für euch ist das vertraut und normal und irgendwie auch sympathisch. Ja, was kann man jetzt tun, um emotionale Erpressung, wie ich finde, zu erkennen? Und was ist so wichtig, ja, in diesem Zusammenhang einfach auch mit diesem Thema umzugehen, damit es einem selber gut geht? Ich habe da insgesamt 10 Tipps für euch zusammengestellt für den Alltag. Das allererste ist natürlich, man muss erstmal ja, die emotionalen Erpressungen erkennen und auch die Versuche erkennen. Und damit meine ich, wenn ihr das merkt, dass da ein komischer Druck aufgebaut wird, dass man da einfach hinguckt und dass man nicht wegschaut. Wenn man die Tendenz hat, wegzuschauen, sich tatsächlich darauf ein bisschen zu fokussieren, da genauer einfach hinzugucken. Sich auch zu sagen, dass gesunde Menschen dir auch einen gewissen Raum geben für Entscheidungen, dass sie auch wollen, dass es dir gut geht, dass sie eben keinen Druck bei dir erzeugen wollen. Wie gesagt, es gibt immer mal Situationen, wo das vielleicht irgendwie so ist. Ja. Aber grundlegend muss die Ausrichtung, oder sollte die Ausrichtung, wie ich finde, einfach sein, dass man Entscheidungen frei trifft, dass man sie auch einfach diskutiert und dass das Ganze einfach auch frei von irgendwelchen komischen unterschwelligen Messages und irgendwelchem komischen Druck ist, denn der tut mitunter sogar körperlich einfach nicht gut. Dann habe ich euch eben gesagt, Beziehung, es gibt einfach keinen Druck, den man verspürt. Dann ist, wie ich finde, eine klare Haltung oftmals total wichtig. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Ist man jetzt sehr stark in dieser Thematik irgendwie drin? Ja, und man hat selber vielleicht ein Selbstwertproblem. Ist natürlich eine klare Haltung. Sprich, wenn euch jemand sagt, der Partner sagt eben, ja, deine Eltern, das weiß ich nicht, ob du das machen solltest und so weiter. Wenn ihr eine klare Haltung habt, einen guten Selbstwert, könnt ihr ja sagen, wieso, das ist meine Entscheidung. Ich habe sie getroffen, es war sehr schwer für mich, aber ich habe sie schon wirklich nachhaltig und für mich getroffen. Und da diese klare Haltung zu entwickeln, zu behalten, das kann mitunter einfach auch, wenn ihr da sehr, sehr lange drin seid, kann das ein langer, langer Prozess einfach sein, wo ihr euch dann auch durchaus einen Profi holen könnt. Mit Profi meine ich Arzt mit entsprechender psychotherapeutischer Weiterbildung, wo ihr das wirklich mitunter, und da hat jeder auch einen ganz anderen Zeithorizont, ja, über vielleicht sogar Jahre einfach bearbeitet, euch das anschaut und auch aufbaut. Dann kann es auch sein, dass man blöderweise, wenn man da sehr tief drin hängt in diesem ganzen System, wenn man vielleicht narzisstische Eltern hatte, das Verhalten mitunter sogar selber ein wenig übernommen hat. Man erpresst selber manchmal emotional. Man macht selber vielleicht so komische, unterschwellige Bemerkungen, baut so einen Druck auf irgendwie. Daran auch, sich das anzugucken und daran eben auch vielleicht sogar in Form einer langfristigen Therapie zu arbeiten, wenn es sehr extrem ist. Das nächste ist, das Problem ist einfach, wie ich finde, oftmals auch,
die eigene Verwirrung, man verlernt, Grenzen zu setzen. Deswegen finde ich, ist es total wichtig, eben Grenzen für euch zu setzen, einfach auch. Ja? Und da vielleicht auch immer zu gucken, einen Schritt zurückzugehen, sich das Ganze einfach mal anzuschauen. Wie euch eben gesagt, das kann in einer leichten Form sein, irgendwie, wo ihr sagt, okay, da ist irgendwie dieser Freund, dieser Narzisstische, der da mit diesen Mädels da die ganze Nacht rumflirtet, wer weiß was noch, ja. Sie auch sagt, hey, ich fühle mich da nicht gut, ich bleib da bei mir und es ist nicht in Ordnung und dass ihr da auch eure Grenzen irgendwie setzt. Das kann sogar so leicht gehen, das habe ich euch eben auch gesagt, wenn dann Androhungen kommen, weiß ich nicht, tu mir was an oder sonst wie, dass so ein Druck auf euch ausstrahlen lässt und ihr denkt, oh nein, ich bin dafür verantwortlich. An diesen Punkten, das ist ein sensibles Thema, aber dann müsst ihr die Verantwortung vielleicht abgeben. Das heißt, wenn da wirklich auch so eine Notfallsituation vielleicht ist, dann könnt ihr da Hilfe, da könnt ihr irgendwie, ob das die Telefonseelsorge ist, es gibt in Berlin zum Beispiel Berliner Krisendienst, die auch eine tolle telefonische Beratung haben für so Notfallsituationen, wo auch Profis sitzen, wo ihr einfach auch wisst, ich bin dafür nicht verantwortlich, sondern ich kann das dann an jemand anders abgeben, denn das ist ja zu viel von einem Menschen verlangt, für so etwas verantwortlich zu sein. Umgebt euch mit Menschen, die nicht so ein Verhalten an den Tag legen. Beziehungen sind einfach freiwillig. Und wie ich eben sagte, es kann mal zu Druck kommen, ja, aber vereinzelt und nicht die ganze Zeit. Zieht eure Konsequenzen, aber schaut auch halt echt, wie es dazu kam, wie überhaupt eine Person, wer auch immer es ist, so nah in euer Leben kam, warum ihr da vorher auch nichts machen konntet. Sagt auch Nein. Ist auch sehr schwer, Nein zu sagen vielleicht manchmal. Gerade wenn man so ein etwas unsicherer Typ ist und geringes Selbstwert vielleicht manchmal auch hat, wenn man sich da mal ehrlich mit befasst. Und ich glaube, es ist wichtig, dann zu lernen, Nein zu sagen. Und wenn ihr gedrängt werdet, zu sagen, warum, dann sagt auch ganz klar, da möchte ich jetzt gar keine Erklärung zu geben. Das ist für mich jetzt einfach nicht, ich möchte das nicht. Und es ist auch absolut in Ordnung. Das neunte ist, der neunte Punkt ist, wichtig ist, ihr, also wenn man diese Selbstvorwürfe irgendwie hat, ja, wenn man sagt, oh Mensch, und vielleicht hätte ich das mich da doch anders entscheiden sollen, es anders machen sollen, weil die Stimmung schlecht ist oder ähnliches. Oder der Partner sich sogar eben, wie gesagt, dieser emotionalen Erpressung nicht erlegen sozusagen, sondern ihr habt eure Sache gemacht und der Narzisst hat sich von euch getrennt. Auch das kann passieren. Dann sage ich euch ganz ehrlich, ihr hättet es wahrscheinlich, wenn es sich um jemanden handelt mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ihr hättet es sowieso niemals richtig machen können. Und ich glaube, das erleichtert einen vielleicht über lange Sicht einfach auch. Ihr hättet machen können, was ihr wollt. Es wäre niemals richtig gewesen und auch niemals okay. Und das zehnte ist, hört auf das Gefühl und auf euren Körper vielleicht auch, wenn da irgendwas Alarm schlägt. Schaut euch Situationen nochmal ganz genau an. Schaut euch Situationen, wenn es geht, irgendwie auch ein bisschen klarer an. Und stellt euch auch die Frage, inwieweit kommt es auch öfter vor, dass gewisse Personen mich vielleicht emotional erpressen. Am Ende jetzt drei Fragen für euch, die ihr euch selber stellen könnt. Als erstes, wann wurdest du emotional erpresst und von wem? Die zweite Frage, wie ging es dir damit? Wie hast du auf diese emotionale Erpressung des Gegenübers reagiert? Und die dritte Frage ist, wie wäre in Zukunft ein guter Weg für dich, um auf eine emotionale Erpressung zu reagieren? Ja, meine Lieben, das war mein Video zum Thema emotionale Erpressung bei Narzissten. Lasst dich eben nicht erpressen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, schickt es an jemanden, wo ihr denkt, hey, das könnte demjenigen interessieren oder auch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Narzissmus, welcher Art auch immer, könnt ihr mich natürlich gerne anrufen. Geht dazu einfach auf meinen Blog www.narzissmus-verstehen.de und da könnt ihr mit ganz wenigen Klicks ganz einfach einen Telefontermin mit mir buchen. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine zauberhafte Woche. Genießt das schöne Novemberwetter und ich freue mich auf nächsten Samstag. Bis dann, macht's gut, ciao!